So, es fängt an zu regnen und das ist voll scheiße, weil der Schlafsack und sowas wird nass und unsere ganzen Sachen. Das tropft irgendwie hier runter, das ist voll beschissen. Von hier oben sieht's sehr stabil aus. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? Ja, hier ist eine nasse Stelle vom Schlafsack. Ich glaube, so langsam lutscht sich dein urinfarbenes Hängemattengestell aus, Alter. Aha. In dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf und die habe ich dann einmal ausgekippt und ich habe vergessen gehabt, das zu filmen. Genau, die war hier unter meinem Schlafsack. Genau, hier hat sich so eine richtig heftige Pfütze gebildet. Und es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft. Weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Voll versifft und mein Schlafsack ist hier vollkommen klamm und nass und es regt mich voll auf. Das ist voll scheiße. Aber wir haben nur noch, ich weiß nicht, 10 Stunden oder so. Oder 9 Schade. Stunden vielleicht. Jetzt gerade wird es erst interessant. Ja. Die letzten Stunden müssen überlebt werden. Das ist ganz wichtig. Der Regen muss weg. Der Regen muss mehr. Es muss stürmen, damit wir bessere Ja. Aufnahmen haben. Ja, wir brauchen viel mehr Blitze und viel mehr Erdbeben. Es langweilt mich im Regen. Und Wölfe und Wildschweine Ja. und Elche und sowas Und brauchen wir auch. Äffchen. In einem Baum zu wohnen, ist das Leben pur.